In diesem Video präsentiere ich dir zwei Qualitätsaktien, auf die ich ein Auge geworfen habe. Eine der beiden Aktien werde ich mir nächste Woche gleich zulegen und die andere Aktie, da werde ich mir ein Kauflimit setzen. Um welche Aktien es sich handelt, selbstverständlich in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Das tue ich auch persönlich, mit Hilfe des Aktienfinders selbstverständlich. Und einige meiner Depots gibt es ja auch hier live auf der Webseite. Eins werden wir uns ein bisschen näher noch kurz angucken. Anderes, unser Firmendepot habe ich ja vor kurzem erst gezeigt, werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. An der Stelle aber immer ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Wir sind ja momentan gerade hier bei den Earnings. Da haben wir den Earnings-Kalender und ich hatte ja schon ein Video gemacht, außerplanmäßig sozusagen, in der letzten Woche, da ging es dann um die United Health Group und ASML. Die beiden Aktien sind ja auch Qualitätsaktien, sind ja abgestürzt. Ich habe da meine Einschätzung zum Besten gegeben. Beide Aktien haben sich mittlerweile wieder etwas erholt. Das war ein relativ schwerer Einstieg gewesen letzte Woche. Aber jetzt haben wir am Donnerstag dann neue Zahlen gehabt von TSMC, die dann ganz gut ausfielen. Da hat man dann die Befürchtung von ASML, dass der Halbleitermarkt schwächeln wird, etwas besänftigen können. Sehr gut ist Netflix gelaufen, plus 11,1%, wie man hier sieht, alles übertroffen. Also Gewinn und Umsatz pro Aktie, das zeigen wir auch hier alles an. Wunderbar, unsere größte Position, Aktienposition im Firmendepot, freut mich natürlich besonders. Habe das ja auch in dem Video hervorgehoben, dass ich das Management für sehr fähig halte. Andere Qualitätsaktie, Intuitive Surgical, um 10% gestiegen. Das ist auch eine sehr gute Aktie im Medizintechnikbereich. Leider etwas teuer momentan. Eher ein Fall auch für die Watchlist bzw. für einen Kaufalarm. Und dann gestern hier Procter & Gamble bzw. am letzten Tag. Und nächste Woche hier siehst du, dann geht es dann weiter. Da geht es dann richtig ab mit sehr interessanten Unternehmen. Also Earnings-Kalender kannst du dir gerne selber angucken. Verlinke ich unten kostenlos für alle unsere Mitglieder, also schon mit kostenloser Mitgliedschaft kann man dann hier die Kalenderwoche rumblättern oder einfach nur als Gast sieht man jeweils die aktuelle Kalenderwoche. Gut, jetzt geht es dann weiter, würde ich sagen, und zwar mit Qualitätsaktien. Nehmen wir mal die erste Aktie, die ich auf dem Kaufzettel habe und das wäre eine Aktie, die ist jedem bekannt, nämlich Nestlé. Was ist oder was macht Nestlé besonders interessant? Natürlich hier die Dividendenrendite. Die liegt momentan bei 3,5%, soll weiter steigen, würde dann schon auf über 4%, 4,1% würde sie liegen Anfang 2028, wenn es nach den Analysten geht. Aber die Dividenden steigen ja schon seit langem. Und die Dividendenrendite war Anfang 2022, lag sie bei lediglich 2,2%, ist jetzt also deutlich gestiegen und man muss ja schon sehr, sehr weit zurückgehen bis ins Jahr 2011, damit die Dividendenrendite nochmal ein bisschen höher lag, als sie heute liegt. Ursache für die hohe Dividende bzw. hohe Dividendenrendite ist selbstverständlich hier eine relativ schwache Performance, sieht man hier seit Anfang 2022. Geht es mit dem Kurs, mit dem Aktienkurs nach unten, hat die Aktie so gut ein Drittel verloren. Und dafür gibt es natürlich einen Grund. Gehen wir mal in den Qualitätscheck rein. Wir zeigen uns in erster Linie in den Bereichen Gewinn an. Und da sieht man hier, geht es jetzt ein bisschen nach unten, also keine echte Krise, aber es geht ein bisschen nach unten. Was sind die Probleme von Nestlé? Ja, das sind die Herausforderungen erstmal, die jeder Konsumgüterhersteller und auch andere Industrien gehabt haben, beziehungsweise Branchen. Die Inflation hat in erster Linie dazu geführt, dass die Rohstoffkosten gestiegen sind. Diese Kosten hat man weitergegeben an die Verbraucher. Die Verbraucher waren durch die Inflation ebenfalls leicht konsumgeschädigt, sind umgestiegen auf günstigere Produkte und jetzt will man sie wieder dahingehend bewegen, dass sie wieder Nestlé-Produkte kaufen, auch wenn sie etwas teuer sind. Und das ist die Herausforderung. Wie geht das Management damit um? Das neue Management, es gab nämlich einen CEO-Wechsel. Der alte ist gegangen, das war der Marc Schneider und der neue heißt Laurent Freixe. Habe ich hoffentlich, oder Freixe, weiß nicht genau, wie man das ausspricht.
ist ein Eigengewächs, also er hat sich bei Nestlé hochgearbeitet, ist schon mal nicht schlecht, der weiß, wie der Laden läuft. Und ja, was macht man dann als Konsumgüterhersteller, wenn es mal gerade nicht so läuft? Eigentlich immer zwei Dinge, eigentlich immer dasselbe. Man trimmt die Kosten, das heißt, man tut die Organisation straffen. Das machen sie, wollen sie auch tun. Und das andere ist, man versucht, sein Portfolio zu straffen. Das heißt, schwache Marken, margenschwache Marken, wachstumsschwache Marken zu verkaufen an jemand anderen, damit er damit besser umzugehen weiß. Das ist das typische Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Und das kennen wir eigentlich zu Genüge. Also nur mal hier ein Beispiel geben. 10 Jahre ist schon okay. Machen wir hier mal den Vergleich. Der große Konsumgüterhersteller, der als letztes eigentlich schwächelte, der war Unilever gewesen. Bei Unilever war es so gewesen, die hatten ihr Allzeithoch dann erreicht gehabt. Hier sieht man es im Spätjahr 2019 und dann ging es hier bergab, sieht man hier schön. Und jetzt geht es wieder bergauf, ging bergab hier mehrere Jahre, 3 Jahre, knapp 3 Jahre bis Frühling 2022. Und jetzt geht es wieder bergauf. Bei Nestlé, die hatten, wie ich schon sagte, ihren Allzeithoch dann deutlich später erreicht, sind dann erstmal besser gelaufen als Unilever und haben jetzt die Krise. Und wenn es so weitergeht, wie ich vermute, dann wird sich Nestlé irgendwann wieder erholen. Und falls das der Fall ist, dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt günstig einkaufen, ein schönes Rendite, einen kleinen Rendite-Turbo mit eingebaut, weil wir günstig kaufen. Gucken wir mal in die Bewertung rein, das wären dann hier die Multiples und da sieht man eigentlich schon, dass momentan Nestlé mit einem unter 20er KGV günstig bewertet ist. Es hat sich schon leicht erholt, gab es immer noch ein bisschen günstiger hier mit einem 17er KGV, aber immer noch relativ günstig, 10-Jahres-Schnitt 22,4. Und vergleichen wir, weil wir es ja schon mal gemacht haben vorhin, hier das Ganze nochmal mit Unilever. Was sehen wir dann da? Da sehen wir, dass beide Aktien ungefähr gleich teuer waren lange Zeit. Dann war Nestlé deutlich teuer als Unilever, weil Unilever ist ja hier in die Krisenmodus und jetzt hat sich Unilever erholt und seit kurzem hier hat sich dann das KGV gedreht. Also jetzt ist Unilever teurer als Nestlé. Gut, und wie es weitergeht, schauen wir mal. Aber ich bin optimistisch, dass dann das KGV von Nestlé auch langfristig wieder ansteigen wird. Also wir sehen hier ja, wie schön günstig, also wie relativ tief das KGV von Nestlé hier ist. Dann gucken wir mal, was für eine Renditeerwartung wir realistischerweise mit dem Kauf der Nestlé-Aktie heute erwarten können. Hier ist der faire Wert. Wir machen das alles auf den bereinigten Gewinn. Aktienkurs in schwarz. Dann hier die gestrichene Linie, diese braune, ist der faire Wert. Wenn der Aktienkurs drüber liegt, also die schwarze Linie über dieser gestrichenen Linie, ist die Aktie überbewertet, andersrum unterbewertet. Und jetzt sehen wir hier, durch die Korrektur sind wir von der Überbewertung hier in die Unterbewertung reingelaufen. Und wenn wir jetzt einfach mal den aktuellen Aktienkurs verbinden mit dem fairen Wert, basierend auf den Prognosen der Analysten. Die Prognosenanalysten schätzen den bereinigten Gewinn und wir berechnen darauf den bereinigten Wert, indem wir den geschätzten Gewinn pro Aktie multiplizieren hier mit dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis, also mit 22,1, also in dem Fall 5,41 Schweizer Franken mal 22,1, ergibt dann einen fairen Wert von 119,36 Schweizer Franken. Und wenn ich das erstmal hier verbinde mit dem aktuellen Kurs, habe ich hier eine Renditeerwartung jährlich über gut 3 Jahre von knapp 14%. Insgesamt wären es 50%, davon das meiste Kursgewinn und ungefähr 25% Dividende, 75% und 3/4 ungefähr Kursgewinn. Jetzt würde ich ein bisschen tiefer stapeln, habe ich mir überlegt, um das etwas vorsichtiger zu machen. Ich würde hier einen 20er KGV anwenden, weil wir momentan doch in einer Schwächephase sind. Und auch um die Renditeerwartung etwas zurechtzustutzen, nehme ich hier einen 20er KGV. Das hat man schon gesehen, dass das der faire Wert nach unten ging. Und dann haben wir jetzt aber immer noch eine Renditeerwartung von jährlich von 10,5 bzw. 38% insgesamt, 10,5 aufs Jahr. Und das halte ich immer noch für ja, sehr attraktiv, insbesondere weil Nestlé ja auch relativ risikoarm ist vom Geschäftsmodell. Wir könnten hier jetzt nochmal tiefer stapeln und die pessimistische Analysenschätzung nehmen, dann wären es aber immer noch 9,2%. Damit
bin ich mit dem Privatdepot, wo ich viele Dividendenaktien habe, zufrieden. Und deshalb habe ich mir überlegt, werde ich mir jetzt mal eine Nestlé-Position aufbauen. Ich werde das hier auch in Tranchen machen. Das heißt, ich werde dann, weil ich möchte prinzipiell nur noch in Tranchen einkaufen und dann relativ aber enge Kurslimits setzen, beziehungsweise Kauflimits setzen. Jetzt dann zum Beispiel hier dann bei 80 Schweizer Franken für später nochmal, sodass ich informiert werde, wenn Nestlé nochmal günstiger wird. Hier sind die Schweizer Franken. Das wäre jetzt die erste Aktie, die ich für interessant halte. Die zweite Aktie, die ist jetzt etwas weniger bekannt. Das heißt, die ist aber nicht weniger schlecht. Das wäre IDEX Laboratories. Das ist kein Dividendenzahler, also bei Dividendenhistorie hier ist leer. Das ist also auch keine Aktie für mein Privatdepot. Das wäre eine Aktie für unser Firmendepot, weil wir da in erster Linie auf Kursgewinne aus sind, aus steuerlichen Gründen. Man sieht hier schön, dass der Gewinn steigt, dass wir eine Qualitätsaktie haben. Und wenn wir uns mal die Performance anschauen, wenn man mal so einen Eindruck kriegt, sieht man hier 670% zugelegt auf die letzten 10 Jahre. Wenn wir noch ein bisschen länger zurückgehen, bis zum Anfang 2000, dann wären es sogar über 11.000%. Da passt also ein Tenbagger, ja, über 10 mal, 10, 12, 12, 13 mal rein. Wir sehen aber auch hier, dass wir jetzt eine Schwächephase haben bei der Aktie. Und sowas könnte ja immer interessant sein. Also sie erholt sich wieder, ist aber noch immer deutlich unterm Allzeithoch, 30%. Vielleicht soll ich aber erstmal sagen, was die machen. Das sieht man zwar auch hier, aber ich sage es gerne. Die reporten in mehreren Segmenten, wobei ein Segment eigentlich das Entscheidende ist. Das ist die Companion Animal Group. Sie sind ein Medizintechnikhersteller, also Analyse, Diagnostikgeräte für Hunde, Katzen, Pipi, für Blutmessung, Blutanalyse und andere Dinge. Und dabei wird dann natürlich, das ist also das Drucker-Tinte-Prinzip, die verkaufen dann zum einen die Diagnostikgeräte und dann aber auch immer die Testkits, die dazugehören. Außerdem ist es auch eine Softwarefirma, die schreiben die Analyse-Software für ihre medizintechnischen Geräte selbst und sie haben auch im Angebot eine Management-Software für Tierarztpraxen. Und das führt insgesamt dazu, dass sie auch wiederkehrende Umsätze haben, je nachdem, was man liest. Also, sie reporten nicht genau, wie viel Prozent ihrer Umsätze wiederkehrend sind. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, aber was ich gelesen habe von den Schätzungen, soll es nur zwischen 35 und 40% sein. Allgemein kann man auch sagen, dass in den Industrieländern Haustiere ein Wachstumsmarkt sind. Wir haben ja in den Industrieländern rückläufige Geburtenraten auf der einen Seite und es hängt, damit zusammenhängt wahrscheinlich auch, dass immer mehr Vierbeiner insbesondere dann in den Häusern zu finden sind und die lässt man sich dann auch was kosten, wenn die krank sind oder wenn es denen nicht gut geht. Und man sagt, dass man so Wachstumsraten hat, ja, ist so von 8%, ist also durchaus ein interessanter Wachstumsmarkt, in dem wir uns tummeln. Wir haben noch zwei andere Segmente, Water, da geht es dann auch um Diagnostik, da kann man zum Beispiel Trinkwasser auf E. coli-Bakterien testen. Und wir haben hier lustigerweise noch Livestock, Poultry and Dairy, also Milchprodukte. Betreiben also auch Hühnerfarmen, aber man sieht, dass die kaum Umsätze machen. Das muss irgendwie historisch gewachsen sein, spielt aber faktisch keine Rolle. Also hier diese Companion Animal Group, da spielt die Musik, das habe ich ja gerade erklärt im Prinzip, also Medizintechnik für Tierärzte. Wenn wir uns jetzt den Qualitätscheck mal ein bisschen angucken, nochmal näher, mit was wir es da zu tun haben, dann sehen wir auch, dass hier die Gewinnentwicklung etwas stagniert hier, bevor sie wieder anziehen soll. Wir haben momentan tatsächlich so eine kleine Delle. Das heißt, obwohl wir in den Megatrends sind, dass die Ausgaben für Haustiere steigen sollen, haben wir jetzt momentan rückläufige Besuche etwas von Arztpraxen. Die Leute halten ihr Geld jetzt eher ein bisschen enger zusammen derzeit. Aber das sollte dann hoffentlich wieder drehen. Wir haben hier die Bilanz. Da sieht man, dass Aktienrückkäufe massiv sind. Also die haben mehr Aktien für mehr Geld Aktien zurückgekauft, als sie insgesamt Vermögenswerte besitzen. Ist jetzt aber nicht schlimm. Hat man sich dafür entschieden, anstatt Dividende auszuschütten.
kann man den Aktienkurs ein bisschen pimpern. Wir sehen hier, dass die sehr Cashflow stark sind. Das hier ist die Tilgungskraft, die ist fast so hoch wie die gesamten zinstragenden Schulden. Wir haben hier also eine sehr solide Bilanz. Man sieht auch, dass die Schuldenquote von 41% gesunken ist auf mittlerweile nur noch 13%. Und das sind hier die Aktienrückkäufer. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Bewertung rein. Dann kann man sich auch die Multiples erstmal angucken. Auf den bereinigten Gewinn bilanzierter würde keinen großen Unterschied machen, weil ich dann bereinigt schon drin ist, lasse ich den mal. Und ich finde, was hier interessant ist, ist, dass wir sehen, dass das KGV bei der Aktie immer mal wieder so auf bis zu 40 oder mal knapp unter 40 gefallen ist. Hier während des Corona-Crashs mal sogar auf unter 30, aber meistens hier auf unter 40. Teilweise war die Aktie mal richtig, richtig teuer. Die waren Corona-Profiteur, offensichtlich, so wie man das hier sehen kann. Da hat die Aktie ein KGV von deutlich über 80 bis an die 90 dran fast gekommen. Und jetzt haben wir dann wieder eine Korrektur. Und wir sehen hier mit dem 43er KGV, dass wir jetzt wieder deutlich unter dem Schnitt sind, wobei in dem Schnitt wahrscheinlich die Übertreibung hier mit eingerechnet ist. Gucke ich mal kurz, mach das mal weg. Ja, die Übertreibung ist mit drin und das sollte man dann auch berücksichtigen. Wenn wir jetzt mal den fairen Wert gleich nehmen, das wäre der hier, ich zoome noch ein bisschen rein, dann sehen wir hier auch massiv, wie die Übertreibung war. Ich blende mal hier den Korridor und alles erst aus. Und dann sehen wir aber hier, dass wir, das basierend auf dem 10-Jahres-Schnitt hier erstmal, die Aktie günstig wäre. Nichtsdestotrotz, ein 47er KGV ist nicht unbedingt günstig. Die Wachstumsraten sind schon ganz ordentlich. Abgesehen von diesem Jahr, wo es um 5% wachsen soll, sonst dann wieder um so im Schnitt um 15% wachsen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde hier noch runtergehen mit dem KGV. Wir haben vorhin festgestellt, dass es meistens so bis auf, also in der Vergangenheit, so bis auf 40 gefallen ist. Vielleicht noch mal kurzfristig leicht runter, aber dass so 40 schon wirklich günstig war. Gehen wir auch mal auf 40 runter, dann sieht das Ganze so aus. Dann wäre die Aktie also immer noch leicht überbewertet. Faire Wert liegt dann bei 425 US-Dollar. 460 US-Dollar sind wir momentan. Dann hätten wir hier eine Renditeerwartung jährlich von 10,9%. Ist schon gar nicht so schlecht. Hätte man den Markt schon mitgeschlagen, 9,4 auf 2026. Hätte man den Markt schon mitgeschlagen. Aber ich will mir die Aktie jetzt noch nicht ins Depot legen. Ich will abwarten. Ich setze mir ein Kauflimit. Dann haben wir hier die Bewertungslinien. Da kann man sich gucken, hier in die Nähe des fairen Werts. 417 US-Dollar. Dann hätte man hier eine Rendite von 15%. Das wäre natürlich schon interessant. Also ich setze mir jetzt mal ein Kauflimit. Ich setze es erstmal auf 425 US-Dollar, damit ich dann informiert werde, wenn die Aktie entsprechend fällt. Und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Earnings haben die am 31.10., glaube ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also das dauert noch ein bisschen, bis die reporten. Mal gucken, was dann passiert. Wenn sie vielleicht ein bisschen schwache Zahlen und leichte Enttäuschung wäre, dann könnte die Aktie nochmal in Abverkauf gehen. Es sind gerade eine relativ schwere Zeit und dann wäre das eventuell ein guter Zeitpunkt, um ein Schnäppchen zu machen. So, das wäre das. Ich habe dir ja die Dividendenaktie, das war Nestlé gewesen. Wenn du mehr Dividendenaktien noch suchst, dann kann ich dir hier mal empfehlen unseren neuesten Artikel hier, Dividendenaktien mit Rabatt. Da geht es dann auch hier um Dividendenaktien, die momentan gerade günstig bewertet sind. Hier haben wir übrigens eine kleine Auswertung gemacht, wie unsere alten Tipps, weil wir tun immer drei Aktien in jedem, in jeder Erscheinung, in jeder Ausgabe dann nochmal näher analysieren. Das kannst du hier sehen, dass die wirklich im Allgemeinen sehr, sehr gut gelaufen sind, wo wir auch stolz sind. Genauso übrigens wie auch das dicke Dividendendepot, das im Monat September, also jetzt im letzten Monat sogar die Nestlé geschlagen hat. Ich habe das, glaube ich, sogar noch offen. Das zeige ich mal noch kurz. Hier, genau. Hier ist der Performance Report von der Consorsbank. Und hier siehst du die Wertentwicklung. Das ist vom Ticket Dividendendepot. Das ist auf die letzten 12 Monate. Da hat der Nestlé das Ticket Dividendendepot outperformed. Das hier sind andere Benchmarks. Wenn wir hier rübergehen, auf die letzten 12 Monate, da sind wir und das sieht man dann sogar, nein, nicht die letzten 12 Monate, den letzten Monat wollte ich hier. Da sieht man sogar, dass das Digi Dividendendepot besser performt hat als der Nasdaq, der ja auch über 2,5% zugelegt hat.
Da bin ich schon ziemlich stolz drauf und finde das gut, vor allem weil ich auch weiß, dass sich einige von euch haben inspirieren lassen vom Digi-Dividenden-Depot. Und nicht nur mein Geld steckt da drin, sondern auch Geld von euch. Und wenn es gut läuft, dann läuft es ja auch für euch gut und das freut mich natürlich besonders. Gut, aber das nur so am Rande. Digi-Dividenden-Depot tue ich dann auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr das finden könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wenn ihr es an dem Sonntag guckt. Und ja, spannende Zeiten. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ich drücke euch die Daumen. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Video. Ciao.